Ja, hallo zusammen. Ich habe ja gerade so eine Reihe angefangen, wie man Komplementärfarben einsetzen kann, um ein Bild interessanter zu machen. Heute habe ich mir so ein kleines Arrangement von Zitronen ausgesucht. Die Quelle davon verlinke ich euch wie immer unten in der Videobox. Vielen Dank an den Fotografen an dieser Stelle. Und ja, an Farben habe ich mir ausgesucht Thalo Blau. Preußisch Blau, eigentlich brauche ich nur eine von den beiden, aber da ich das Bild noch nicht geübt habe, bin ich mir nicht so ganz sicher. Dann für ein paar farbliche Highlights brauche ich so ein Rot, keine Ahnung, Zinnober oder Kaminrot, da steht einfach nur Rot auf der Tube. Chromoxid Hell, ihr könnt aber auch Permanentgrün nehmen, ganz klein wenig Cadmiumgelb, das lasse ich heute eher weg, weil das ist ein rötliches, orangefarbenes Gelb ist. Und überwiegend werde ich natürlich das Zitronengelb nehmen, Primärgelb, das auch. Ja, für Zitronen ideal ist natürlich Titanweiß. Und dann habe ich noch um so ein paar Details nachher nur einzufügen, kein Schwarz, sondern ich habe mir einfach mal Kohle bereitgelegt, um mal zu gucken, was passiert. Okay, dann starten wir mal. Pinsel habe ich, irgendeinen Rundpinsel, ihr seht, da steht gar nichts mehr drauf, keine Ahnung, was das ist. Und das ist ein Flachpinsel Nummer 22. Ja, gut. Hilft euch auch eine Synthetics-Flachpinsel. Ich werde jetzt einfach mal den Hintergrund erstmal in Grün, in Grünton malen und danach erst mit dem Komplementärfarben anfangen. Also von daher brauche ich natürlich doch das Rot, weil das Rot und Blau zusammen natürlich ein wunderschönes Violett geben. Und das Violett, das nehme ich heute her als Komplementärfarbe im Farbenkreis. Ja, wenn wir uns den Farbenkreis anschauen, dann sehen wir halt, hier ist es Violett und hier ist es Gelb. Komplementär heißt immer, dass sich die Farben im Farbenkreis gegenüberliegen, ne? Und so gegenüberliegende Farben kann man halt gut hernehmen. Was ich halt jetzt noch machen werde, ich werde so die Farben in dem Bereich noch ein bisschen nehmen, also so klein bisschen grün, und beim Violett gehe ich so ein klein bisschen Richtung Rot noch. Ja. Und mehr Farben möchte ich heute nicht einsetzen. So, dann kann ich jetzt zum Beispiel schon hier hingehen, mir so ein Violett mischen. Mit dem Preußisch Blau, das gibt vor allem sehr, sehr dunkles Violett. Damit kann ich hier zum Beispiel die Schatten hier von dem Blatt malen. Werdet aber auch klein sich sehen, dass ich das wunderbar hernehmen kann bei den Zitronen, um dort auch Schatten einzufügen. So, hier ist auch schön dunkel. So, ich erkläre jetzt nicht bei den Sachen hier bei dem Vormalen jetzt nicht so viel. Also ich male jetzt einfach nur der Vorlage entsprechend ungefähr das hier aus. Das müsste ich jetzt nicht unbedingt so machen. Ich mache es jetzt halt einfach und da brauche ich ja nicht viel erklären. Da könnt ihr einfach zugucken und wenn es interessant sind, rede ich wieder. Ich verwende jetzt hier ein bisschen was von dem Cadmiumgelb, weil das etwas natürlichere Grüntöne gibt. So, jetzt werde ich mich mal um die Blätter hier kümmern. So, dann haben wir den Hintergrund schon fast fertig. Jetzt mache ich eben noch die Stiele hier. Da werde ich ein bisschen ins Orange reingehen. Das gehört ja auch. Das ist ja praktisch links auf dem Farbenkreis. Wenn man schaut, ne? Dann ist das links davon, gelb. Hier ist das Orange. Das heißt, ich nutze immer die benachbarten Farben und arbeite mit dem weiter. Jetzt hält ich das nur auf. Ich gehe jetzt weg von der Vorlage natürlich, ne? Und wenn ich dann ganz klein wenig Blau dazu gebe, dann wird das automatisch sandfarben. Dann kriegt das ungefähr den Farbton, der auch in der Vorlage ist.
komischer Stängel, den werde ich dann gleich nachher nochmal aufhellen, beziehungsweise an der Unterseite abdunkeln. Dafür mische ich mir natürlich jetzt wieder das Violett. Seht, also ich arbeite wirklich jetzt nur überwiegend mit Violett, Grün und Blau. Gelb, Entschuldigung, Gelb kommt, das haben wir ja noch nicht. So, und dann kann ich eben hingehen und kann hier oben, damit ich halt von dem Zweig her ein bisschen mehr Kontrast reinkriege, ich kann das jetzt hier mit Wasser so ein ganz klein wenig den Rand, also die Kante zwischen der dunklen und der hellen Farbe aufhellen. Und dann gehe ich halt hin, nimm das Weiß, möglichst viel Weiß, und lege jetzt hier oben noch so eine Helligkeit ab. So. Und jetzt gehe ich nochmal hin und gehe hier auch nochmal mit dem Pinsel oder mit dem Finger, geht das auch ganz gut, und gehe hier entlang, sodass auch hier der Übergang etwas weicher wird. So. Und schon sieht das fast aus wie ein Zweig. In der Kürze der Zeit. So, jetzt begeben wir uns mal an die Zitrone. Ich habe mir nicht so viel Mühe gegeben, die jetzt ganz exakt vom Umriss her zu malen, weil ich dann nachher noch mit der Kohle, dann nochmal entlang arbeiten werde. Und ich möchte es ein ganz klein wenig nur ins Rote rein haben, das heißt, ich nehme jetzt noch ein bisschen was von dem Cadmium-Gelb. Ihr seht, dass ich mich da von der Vorlage so ein bisschen entferne, was ihr hoffentlich aussieht, dass das nicht unbedingt schlimm ist, da die Farbstellung halt meiner Ansicht nach genauso akzeptabel ist und das Bild halt in gewisser Weise dann halt auch spannender macht. So, schauen wir mal. Jetzt mische ich mir noch ein bisschen dunkles Grün. Sogar reines Blau, und ihr seht, es passt, ja, weil es in das Farbschema rein gehört. Und das ist das, was ich euch heute zeigen wollte. Na, ihr könnt euch jetzt da von der Vorlage wirklich entfernen. Sowas Ähnliches habe ich ja schon gemacht bei dem Komplementärbild mit diesen zwei Felsen da am Meer, wo ich mich halt auch dann immer mehr von der Vorlage entfernt habe und im Prinzip das gemalt habe, wozu ich Lust habe und nicht das, was der Fotograf mir da vorgibt. Ihr seht, dass ich hier so ein bisschen spiele, ne? Damit möchte ich jetzt halt andeuten, da im Hintergrund sind noch weitere Blätter, die wir jetzt nicht so gut erkennen können, die sind halt weiter weg, die sind unscharf. So, und ihr seht halt, dass der Kontrast jetzt hier fast noch stärker ist als hier. Also hier ist der Hintergrund schwarz, das liegt halt an der Kamera, ne? Bei mir ist er violett. Und jetzt könnt ihr dreimal gucken oder euch fragen, welcher von den beiden Hintergründen jetzt der lebendigere ist. Und also mir fällt die Wahl da nicht so schwer. Also ich finde halt, dass das mehr hergibt mit dem mit so einem violetten Hintergrund. Das vibriert richtig, ne? So. Ja, jetzt bin ich eigentlich schon fast fertig für die, also ich möchte jetzt hier nicht ein perfektes Bild machen, also die von euch, die das jetzt erwarten, die muss ich jetzt leider enttäuschen. Das wird mir jetzt ein bisschen zu viel in der kurzen Zeit. Ich möchte euch einfach nur zeigen, wie ihr mit einfachen Mitteln, indem ihr im Prinzip nur andeutet, ein ganz tolles Motiv erstellen könnt, ohne dass ihr jetzt hingeht und perfektionistisch jede Blattader nachmalt, sondern euch einfach nur in den Farbenraum haltet. Ihr könnt tatsächlich hingehen und könnt euch komplett daraus verabschieden und könnt sagen, okay, ich mache mir heute eine Challenge, eine Aufgabe auf Neudeutsch. Ne? Challenge ist Neudeutsch, also auf Deutsch, ich mache mal eine Aufgabe und nehme heute nur drei Farben, die relativ nah am Farbenkreis nebeneinander sind, zum Beispiel jetzt die hier und vielleicht eine Komplementärfarbe, und versuche damit ein Bild zu malen. Ne?
Das macht, muss ich sagen, sehr viel Spaß. So, das reicht jetzt ja erstmal. So, was ich nur ganz nett finde, ist, die Blüten von den Zitronen sind halt so leicht pinky. Und damit halt ein bisschen Farbe, ein bisschen Lebendigkeit noch reinkommt, ergänze ich hier einfach ein paar von diesen Blüten. Gibt dem Bild noch ein bisschen Pep. Und dann noch ein bisschen Weiß dabei. So, das sieht ganz nett aus. So, und jetzt kommt halt nochmal der Einsatz. So, ich bin jetzt noch auf eine Katzenzunge umgestiegen, Katzenzungenpinsel, weil der einfach besser geeignet ist für diese runden Formen. Ich kann jetzt zum Beispiel hier oben hingehen und diese Helligkeiten hier einfügen. Richtig fett weiß, mehr brauche ich da gar nicht machen. Das wird jetzt wieder sehr expressionistisch. Jetzt auch ein paar weißer Stellen, weil es noch ein bisschen erscheint. So, und jetzt kommt eben der Einsatz von Violett wieder, weil das war ja eigentlich das Thema heute, wie setzt man Violett bei den Schattenfarben ein, beziehungsweise wie arbeitet man mit Komplementärfarben. So, und ob ihr es jetzt glaubt oder nicht, ich kann diese Farbe hernehmen für den Schatten von der Zitrone. Guck mal, wie cool das aussieht. Ist völlig anders als in der Vorlage, da ist es eher rötlich, ne? Hier nicht halt Violett. Aus, schreibt es aus, ne? So, und das gleiche nochmal, genau, dann haben wir hier oben ja noch so ein Pinörkel. Und das sieht doch schon recht interessant aus. So, jetzt möchte ich ein paar Grüntöne noch nacharbeiten. Die haben jetzt zwar mit dem Thema nichts zu tun, aber mit dem, dem Farbenraum, mit dem ich hier arbeite. So, ich kann jetzt natürlich noch hingehen und kann hier unendlich viele Grüntöne hier im Hintergrund noch einfügen, damit das halt Ganze ein bisschen, wie gesagt, etwas lebendiger wird. Hier ein bisschen aufhellen noch, damit ihr auch ein paar Helligkeitsstufen da drin habt. Achtet darauf, dass ihr immer hell gegen dunkel habt. Und jetzt nicht hier zum Beispiel eine helle Farbe ablegt, weil das sieht sonst komisch aus. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon fast fertig. Jetzt werde ich nochmal den Zitronen ein wenig mehr Gelb, ein bisschen mehr Pep verpassen. Die sind mir noch ein bisschen zu blass. Ich werde jetzt doch mal das Cadmiumgelb nehmen, weil ich das einfach schöner finde. So, und weil das Cadmiumgelb ja nicht deckend ist, kann ich jetzt hier über das Violett drüber gehen. Und ihr seht, dass ich den Schatten praktisch automatisch dadurch kriege. Ne? Ich gehe über das Violett drüber und hier erscheint die Farbe wieder. So. Ding, Reflexion drauf ablegen. So, hier lassen wir es auch mal ein bisschen kräftiger werden von den Farben. So, und auch hier zum Schluss noch ein bisschen Glanzlichter absetzen hier. Kann ich verwenden, dann kriege ich wieder mehr Kontrast zu dem Blatt. So, mach ich noch, dass ich diesen Pinörkel hier rauskriege. Ja, und jetzt guckt euch mal die beiden Bilder an, ne? Also welches von denen intensiver wirkt. Ne? Und das hängt jetzt nicht nur an den Farben, die ich gewählt habe, sondern eben auch an den Kontrasten zum Hintergrund. Ja, ich hoffe, dass euch das eine Anregung gibt, noch mehr mit Komplementärfarben zu arbeiten. Ihr merkt, sie vertiefen den Kontrast und ja, macht einfach mega viel Spaß. So, jetzt habe ich in der ganzen Technik nur vergessen, ich wollte ja nur die Kohle noch einsetzen. So, die kann ich jetzt einsetzen, um gezielt noch Dunkelheiten in das Bild reinzubringen. Und das mache ich jetzt auch mal. Seht ihr zum Beispiel hier, ne, ich kann es auch ein bisschen verwischen. Hier an der Stelle ist es auch definitiv nicht dunkel genug. Und dann kann ich hier natürlich auch noch das hernehmen, um die Form hier noch so ein bisschen rauszuarbeiten.
Das sieht auch cool aus, oder? Also, kann man machen, muss man aber nicht. Also, das ist einfach nur ein Vorschlag gewesen. Fiel mir gerade nur ein. So, jetzt aber. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.